Ja, lieber Herr Detlef Zander und lieber Herr Michael Steinbrecher, am 22., also vor 3 Tagen, gab es eine Sendung und da hat Herr Zander wieder seine Kännchen-Story abgezogen und ich muss jetzt einfach ein Video machen und muss mich dagegen aussprechen. Denn Herr Zander ist immerhin von der evangelischen Kirche eingesetzt worden als Betroffenensprecher und ich, Marc Bellinghaus, Siegfried Schmidt, bin Teil dieser Studie. Ich distanziere mich von der Art und Weise, wie dieser Mann durch die Medien wandert und dann in übelster Art und Weise diese ganzen Dinge, die wirklich ganz, ganz furchtbar sind, breittritt. Er hat seine Ölkännchen-Story schon vor 5 oder 6 Jahren den Reportern. Ich war sprachlos vorm Fernseher gesessen. Das geht nicht. Sie können sowas nicht machen. Das tut allen uns, die selbst missbraucht wurden, wirklich in der Seele weh. Ich bin seit 3 Tagen aufgerührt. Ich habe heute ein Video über auch einen anderen Missbrauchsopfer, der mit dem Namen Martin Schmitz, der mir hier in den Rücken gefallen ist und sich hier einem Theaterstück über Kindesmissbrauch angeschlossen hat, ohne an die Wirkung, an die Rücksicht zu nehmen auf das, was ich durchgemacht habe hier in dieser Stadt Münster. Herr Zander, ich habe Sie vor Jahren angerufen, habe Sie um Hilfe gebeten. Können Sie mir da irgendwie Informationen? Sie haben nichts getan, gar nichts. Sie sind eingesetzt von der Kirche. Ich habe schon beim Herrn Dr. Anke von der evangelischen Kirche in Hannover angerufen und habe gesagt, tun Sie bitte was. Dieser Mann hört nicht auf, diese widerwärtigen Geschichten in der Presse zu erzählen. Laben Sie sich da dran. Ich gebe Ihnen mal einen kurzen Einblick. Vielleicht, dass der Zuschauer selbst urteilt. Bin ich an ein Babyheim gekommen, aber ich glaube, wo ich noch im Mutterleib war, glaube ich schon, dass ich da auch sehr viel mitbekommen habe. Und weil es war halt, wie gesagt, sehr, sehr, sehr viel Gewalt in der Familie und deswegen bin ich ja weggekommen. Dann kamen Sie in dieses Heim. Wann ging das los damit, dass Ihnen dort Gewalt angetan Mit wurde? 4 Jahren. Mit 4 Jahren. Das erste Mal war mit 4 Jahren. Und wenn Sie, wir reden immer von sexuellem Missbrauch, von sexualisierter Gewalt. Für mich ist das hört sich immer so verniedlicht an. Tatsächlich waren es ganz brutale Vergewaltigungen. Was heißt das, wenn wir es mal aussprechen? Also brutale Vergewaltigung von. Brutale Vergewaltigung insofern, wir hatten einen Keller, den sogenannten Fahrradkeller, und da war eine Werkbank drauf, und da war das Ulmer Münsterzeichen drauf, Ulmia, und da hat er mich und andere natürlich auch draufgelegt, hat so altes Ölkännchen genommen. Und hat das Öl in den Popo hinein, dann hat er zuerst Werkzeug rein und dann penetriert. Also das war ganz brutal. Und das dann mehrmals täglich. Und in Korntal war es ja so, dass es gab ja nicht nur einen Täter, insgesamt über 160 Betroffene und über Ich bin schockiert, Herr Zander. Und ich glaube auch viele andere Fernsehzuschauer, die das sehen, und ganz besonders Missbrauchsopfer. Warum machen Sie das? Glauben Sie wirklich, dass das nicht genug ist, wenn man sagt, man ist missbraucht worden? Ja, warum müssen Sie solche Details rausbreiten? Das ist Kindesmissbrauchsexhibitionismus, was Sie da treiben. Und Sie wissen genau, Kindesmissbrauchsexhibitionismus zieht wo Juristen an. Dann werden Leute, die das vielleicht toll finden, werden dann noch aufgeweckt und das ist übel. Stellen Sie sich nur mal vor, Herr Steinbrecher. Sie würden eine Frau, die vergewaltigt wurde, fragen, ja, erzählen Sie doch mal ein bisschen im Detail. Ja, das ist doch unvorstellbar. Warum haben Sie, also ich weiß, ich bin einfach sprachlos. Ich meine, ich habe hier noch so einen ähnlichen Fall. Hier ist dieser Herr, der da steht, der mich absolut verarscht hat, ja, es war unser erster Ehrengast.
in einer unserer allerersten Demonstration. Wir wollten den Herrn den Innenminister von NRW, Herrn Herbert Reul, einladen und der konnte nicht kommen aus Termingründen. Und dann haben wir den Herrn Schmitz eingeladen. Und Herr Schmitz hat mir in übelster Weise in den Rücken gestochen, indem er hier in einem Theater im Plagiat mitgespielt hat, stellt sich auf die Bühne mit großen Namenslettern. Der Herr Schmitz, wie auch diese anderen Missbrauchsopfer, sind gütlichst abgefunden worden und haben daraus eine Art, ja, wie der Herr Zander eben daraus Kapital geschlagen. Die laufen jetzt rum von Sendung zu Sendung und reden darüber. Ich finde es widerlich, widerwärtig, was hier Sie, Herr Zander, machen. Hören Sie auf damit. Und an die evangelische Kirche, die Frau Käßmann saß da und hat ihren Maul nicht aufgekriegt und erzählt, dass ihre Nachfolgerin, Frau Annette Kurschus, nämlich von Missbrauch wusste und hat aber nichts gemacht, hat nichts unternommen. Deswegen hat sie ja auch ihren Rücktritt dann eingereicht. Ich, Marc Bellinghaus, habe letztes Jahr im März in zwei Petitionen und zweimal an zwei verschiedenen Mahnwachen den offiziellen Rücktritt von Annette Kurschus gefordert. Und ich werde nicht eingeladen zu so einer Sendung, weil ich würde ganz bestimmt nicht über diese ekelhaften Sachen, die Herr Zander seit Jahren von Talkshow zu Talkshow bringt, reden. Ich finde es widerlich. Es wühlt mich auf als Missbrauchsopfer. Vielen Dank, Herr Zander. Sie haben seit 3 Tagen mein Leben zerstört wieder. Weil das geht nicht. Man kann solche Sachen nicht in der Öffentlichkeit breit treten. Es reicht, wenn man das schon der Kirchenkommission genau erklären muss und die dann nachforschen könnten, so wie ich das gemacht habe, in der evangelischen Kirche und in der katholischen auch. Da war ich nämlich letztes Jahr in St. Louis und habe meinen ganzen Tag nur geheult. Lassen Sie es in Zukunft und die evangelischen Kirche, geben Sie dem Mann einen Laufpass. Das ist ja wohl keine Art, wie so ein Mensch sowas Widerliches beschreibt. Und ich bin Teil dieser Studie. Ich wehre mich dagegen. Wenn Sie mich schon nicht zu dem Nachfolger von der Frau Kurschus machen wollen, dann hören Sie auf, so einen Seppel hier rumzuschicken, der dann solche, der uns alle Missbrauchsopfer, die anerkannt sind von der Kirche, in Verruf bringt. Denken Sie daran. Ich bin ein gläubiger Christ. Ich gehe in die Kirche und der Missbrauch hat nichts mit Gott oder Jesus zu tun. Und das habe ich schon vielen versucht zu erklären, bin deswegen angegriffen worden von Leuten wie Herrn Zander und mit anderen Namen noch, die will ich jetzt nicht nennen. Okay? Also, Herr Steinbrecher, das war unterste Schublade. Ich finde es ganz beschissen, dass Sie sowas weiter und weiter dulden. Auf Wiederhören.